Die Fernseher in unseren Wohnzimmern werden im Schnitt immer größer. Aber die Wahrscheinlichkeit ist immer noch hoch, dass euer TV trotzdem zu klein ist. Die meisten von uns kaufen sich ihre Geräte tendenziell eher zu klein als zu groß. Klingt komisch? Wir wollen euch in diesem Video mal erklären, was es damit auf sich hat. Und vielleicht auch verraten, was die perfekte TV-Größe für euch ist. Die Fernseher, die in unseren Wohnzimmern stehen, sind im Laufe der Jahre immer größer geworden. Lange Zeit ging das eher langsam vonstatten. Aus kleineren Bildröhren wurden irgendwann etwas größere Bildröhren und dann noch größere Bildröhren. Aber spätestens mit dem Aufkommen von Flachbild-TVs mit Plasma- und LCD-Displays und mit der Einführung von HD und später 4K bzw. Ultra-HD-Auflösung sind die Geräte regelrecht explodiert. Kurzer Disclaimer, wenn wir in diesem Video von 4K sprechen, dann meinen wir damit ganz umgangssprachlich die Ultra-HD-Auflösung von 3840x2160 Pixel, wie sie bei Fernsehern inzwischen üblich ist. Speziell die Fotografen unter euch werden wissen, dass das eigentlich nicht ganz 4K ist. Es hat sich für die Allgemeinheit aber so eingebürgert, deswegen handhaben wir das hier jetzt auch so. Die mit Abstand beliebtesten TV-Größen in Deutschland sind seit Jahren 55 und 65 Zoll. Auf Platz 3 folgt dann mit einigem Abstand 75 Zoll. Die Tendenz ist aber steigend. Geräte mit kleinerem Display, also 32 oder 40 Zoll, werden mittlerweile deutlich seltener verkauft. Aber dass das so ist, liegt nicht nur daran, dass wir uns alle gerne von Werbung manipulieren lassen. Nee. Es macht tatsächlich total Sinn, dass wir uns heute größere, viel größere TVs in unsere Wohnzimmer stellen, als wir das noch vor 20 Jahren getan hätten. Und ja, es gibt wirklich sowas wie die perfekte TV-Größe für jeden von uns. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, in der es kein HD-Fernsehen gab? Damals lag die normale Auflösung des Fernsehers bei maximal 720x576 Pixeln. Im besten Fall. Wenn ihr in den 90ern zum Beispiel eine PlayStation 1 hattet, dann habt ihr in den allermeisten Fällen gerade mal mit 320x240 Pixeln gezockt. Und das war, nach heutigen Maßstäben, einfach nur Pixelbrei. Und es war auch nur deshalb erträglich, weil die Fernseher damals klein waren. 20 bis 24 Zoll waren ganz normale Größen damals. Die geringe Bildgröße sorgte dafür, zusammen mit dem Sitzabstand von 2 bis 3 Metern, dass gar nicht so richtig auffiel, wie mies das Bild eigentlich aussah. Irgendwann hatten die alten Bildröhren aber ausgedient. Neue Technologien kamen auf und mit Flüssigkristall- oder Plasmabildschirm war es rein physikalisch plötzlich möglich, viel größere Geräte zu bauen. Dadurch wurde die niedrige Auflösung zum Problem. Also musste auch die höher werden. Zuerst kam HD. 1280x720 Pixel. Wenig später dann Full HD, also 1920x1080 Pixel und inzwischen sind wir bei Ultra HD angelangt, also 3840x2160 Pixel. Verglichen mit einem alten SD-Fernseher hat ein aktueller UHD-Fernseher satte 20-mal so viele Pixel. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man einen modernen Fernseher bis zu 20-mal größer bauen könnte, ohne dass die sichtbare Bildschärfe auch nur im geringsten abnimmt. Inzwischen sind TVs mit Ultra-HD-Auflösung der absolute Standard. Und die Frage ist schon längst nicht mehr, wann ein Fernseher zu groß ist. Vielmehr stellt sich die Frage, wann er zu klein ist. Denn bei einer kleineren Display-Diagonale und normalen Sitzabständen von 2 bis 3 Metern kann unser menschliches Auge die hohe Auflösung inzwischen gar nicht mehr verarbeiten. Dann macht es irgendwann keinen Unterschied mehr, ob ihr vor einem 4K- oder Full-HD-Gerät sitzt, weil eure Augen den Unterschied gar nicht mehr erkennen können. Oder anders gesagt, ein 40-Zoll-Fernseher mit UHD-Auflösung macht in größeren Räumen meistens nicht so viel Sinn. Es gibt im Internet eine ganze Reihe von Webseiten, die euch sagen, was der optimale Sitzabstand für einen 4K-TV in einer bestimmten Größe ist. Haben wir bei Turn-On auch, verlinken wir euch mal unten in die Videobeschreibung. Meistens nutzen diese Webseiten eine fixe Berechnungsformel, die da lautet, die Bildschirmdiagonale des Fernsehers in Zentimeter mal 1,5. Wenn wir also einen 55-Zoll-Fernseher haben, dann rechnen wir 55 Zoll erstmal in Zentimeter um. Das macht 1,40 Meter mal 1,5. Kommen wir auf 210 cm bzw. 2,10 Meter. Das heißt, wenn ihr einen 55-Zoll-Fernseher habt, dann solltet ihr idealerweise 2,10 Meter von diesem entfernt sitzen.
Oder um es für unsere Fragestellung nochmal umzukehren. Wenn euer Sitzabstand vom Fernseher ungefähr 2,10 Meter plus minus liegt, dann solltet ihr euch idealerweise einen 55 Zoll TV hinstellen. Mindestens. Denn mit dieser Formel berechnet ihr nicht etwa, wie nah ihr an den Fernseher herandürft, bevor ihr einzelne Pixel erkennen könnt und das Bild unscharf wird. Nein. Um die volle 4K-Auflösung auszukosten, könntet ihr bei einem 55-Zoll-Gerät sogar noch viel näher ranrücken. Ihr berechnet vielmehr, wie weit ihr euch vom Gerät wegsetzen dürft, bevor die Immersion endet. Aber was heißt das jetzt? Wir Menschen sind schon komische Tiere. Wir ticken alle irgendwie ein bisschen anders und meistens wissen wir gar nicht warum. Deswegen ist Immersion auch ganz allgemein eine schwierige messbare Größe, denn jeder Mensch empfindet Dinge anders als immersiv. Es gibt aber, selbstverständlich, für alles Studien, unter anderem zu Sitzabständen von Bildschirmen, bei Präsentationen, in Kinos und natürlich auch in den eigenen vier Wänden. Klar gibt's die, denn mit so einem Wissen lässt sich unheimlich viel Geld verdienen. Und weil es diese Studien gibt, wissen wir, dass Menschen im Durchschnitt das Geschehen auf einem Bildschirm ab dem Moment als immersiv wahrnehmen, wenn es mindestens 30% ihres Sichtfelds abdeckt. Um das mal grafisch zu veranschaulichen. Ihr sitzt hier. Euer Fernseher ist hier. Und je nachdem, wie groß der ist und wie weit ihr entfernt seid, ergibt sich für euer Sichtfeld ein Winkel. Wenn der mindestens 30% beträgt, wirkt er immersiv. Gehen wir näher ran, wird der Winkel größer und die Immersion steigt. Entfernen wir uns, wirkt es nicht mehr immersiv, sondern nur noch wie ein Bildschirm im Raum. Und wenn wir jetzt die oben erwähnte Formel anwenden, also TV-Bilddiagonale in Zentimetern mal 1,5, und wir uns dann tatsächlich 2,10 Meter mittig vor das Gerät setzen, dann blicken wir in einem Winkel von knapp 34 Grad auf den Fernseher. Und das ist laut Studien ungefähr der Bereich, den die meisten Menschen von sich aus als angenehm immersiv empfinden. Man wird also bei so einem Sitzabstand zu so einer TV-Größe schon irgendwie vom Geschehen auf dem Bildschirm eingenommen, aber nicht zu stark. Das ist gerade so an der Grenze und eben das, was die meisten im ersten Moment von sich aus präferieren. Und das hat viel mit Gewohnheit zu tun. Für die meisten ist es einfach ungewohnt, noch näher am TV zu sitzen und ab einem bestimmten Grad kann das sogar unangenehm und stressig werden. Gamer hingegen sind im Durchschnitt eher gewohnt, nahe vor dem Bildschirm zu sitzen, zum Beispiel am PC, und präferieren daher oft ein breiteres Sichtfeld für perfekte Immersion. Und das ist problemlos möglich. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr dann einzelne Pixel seht. Bei einem 55 Zoll Fernseher mit 4K-Auflösung könnt ihr bei dem empfohlenen Sitzabstand von 2,10 Meter mit dem menschlichen Auge nur gut die Hälfte der Auflösung überhaupt wahrnehmen. Um die volle Schärfe von 3840x2160 Pixeln auskosten zu können, müsstet ihr bei der Bilddiagonale schon auf gut einen Meter heranrücken. So. Was heißt das jetzt? Sind die ganzen Online-Tabellen zu den optimalen TV-Größen und Sitzabständen Unsinn? Nee, überhaupt nicht. Die machen schon Sinn. Aber ihr solltet immer bedenken, worauf sich die präsentierten Zahlen beziehen. Wenn ihr wirklich ein immersives Fernseherlebnis wollt, dann liefern euch die Tabellen nicht die Maximalgröße für euren idealen Fernseher, sondern eher die Minimalgröße, die ihr wählen solltet. Also eher eine Nummer größer. Das bringt euch auch mehr, wenn ihr wirklich die volle UHD-Auflösung auskosten wollt. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Deswegen wollen wir das nochmal anhand der drei aktuell beliebtesten TV-Größen veranschaulichen. Für einen 55-Zoll-Fernseher beträgt der empfohlene Sitzabstand für ein immersives Erlebnis ungefähr 2,10 Meter. Wenn ihr die volle UHD-Auflösung auskosten wollt, ohne dass einzelne Pixel erkennbar werden, könnt ihr allerdings bis ungefähr 1,20 Meter ans Gerät heranrücken. Wenn ihr hingegen weiter als 2,5 Meter vom Gerät entfernt sitzt, sind Schärfeunterschiede gegenüber Full HD kaum noch wahrnehmbar. Bei einem 65-Zoll-Gerät liegt der empfohlene Sitzabstand bei 2,5 Metern. Erst wenn ihr ungefähr auf 1,30 Meter an das Gerät heranrückt, könnt ihr mit bloßem Auge die volle 4K-Auflösung genießen. Und bei über 2,70 Meter Sitzabstand ist dann schon kaum noch ein Unterschied zu Full HD erkennbar. Und bei 75 Zoll Bilddiagonale ist der empfohlene Abstand 2,86 Meter.
Auf ungefähr 1,50 Meter müsst ihr heranrücken, um die volle Auflösung mit bloßem Auge sehen zu können. Und schon ab einem Sitzabstand von 3 Metern verschwimmen die wahrnehmbaren Unterschiede zu Full HD. Und wenn diese Beispiele eins zeigen, dann dass große TVs im 4K-Zeitalter absolut Sinn machen, denn auf kleineren habt ihr von der hohen Auflösung nur sehr wenig. Klar ist das egal, wenn ihr eh nur normales Fernsehen in SD schaut oder YouTube-Videos, alte DVDs, DDR. Aber wenn ihr Wert auf optisch hochwertigen Content legt und auch bereit seid dafür zu zahlen, tja, dann solltet ihr auch beim Fernseher eher eine Nummer größer denken. Tatsächlich könnt ihr die perfekte Größe für euren Fernseher mathematisch berechnen bzw. berechnen lassen, also keine Angst. Dafür wollen wir euch auch ein ziemlich cooles Tool zeigen, das heißt Optimal Viewing. Der Regisseur und Kameramann Phil Holland stellt das auf seiner Webseite bereit. Ist leider nur auf Englisch und ihr müsst euch da ein bisschen reinfuchsen. Aber im Prinzip tragt ihr nur die Größe eures Displays ein, wählt Inches als Größenordnung und dann listet euch das Tool auf, wie sich das Display in bestimmten Sitzabständen verhält. Also welcher Winkel sich für das Sichtfeld ergibt und was die wahrnehmbare Auflösung ist. Den Link dazu packen wir euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Aber wie sieht das denn bei euch aus? Wie groß ist euer Fernseher und wie weit sitzt ihr davon entfernt? Schreibt's gern schon mal unten in die Kommentare rein, denn das würde uns echt interessieren. Like und Abo nicht vergessen, damit ihr unsere zukünftigen Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Und wenn euer Partner sagt, dass der ausgewählte Fernseher zu groß sei, dann könnt ihr sagen, der Jens hat gesagt, die Wissenschaft hat gesagt, das ist richtig so.